Erst nochmal. Also, wir haben jetzt insgesamt 4 Personen auf der Bühne und dieser kleine Ferrari hat 4 Reifen. Was schließen wir daraus? Jede Person muss ein Rad wechseln, ja? Okay, man darf auch ein bisschen helfen, aber die Räder müssen nachher so aussehen wie hier vorne das Vorbild. Ihr könnt da ab und zu mal gucken gehen, wie das aussieht. Damit das nicht ganz, damit ihr euch nicht ganz so schmutzig macht, bekommt natürlich jeder von euch auch Handschuhe. Also einmal kleine Handschuhe für dich, einmal kleine Handschuhe für dich, einmal ein paar große Handschuhe für die Erwachsenen und nochmal große für den Papa, große für die Mama. Jetzt gehört ihr natürlich auch zum Lego Ferrari Team, das heißt, ihr müsst während der Umbauarbeiten natürlich auch die Kappe tragen. Ja? Hast du 2 Rechte? Der muss gedreht werden. Der ist ja, passt schon. Bei richtigem Anziehen funktioniert das. Der Daumen ist meistens auf der Innenseite. So, hier eure Kappen dazu. Wenn ihr alle fertig angezogen seid. Der sieht aber schon cool aus, oder? Ja. So, ich würde sagen, die Kids bauen die vorderen und die Erwachsenen die hinteren, oder? Also, die Jungs, du hast den blauen, du hast den gelben. Du hast den grünen da hinten. Schön zuhören, ja? Du hast hinten den. Welche Farbe hat der? Na, wunderbar. Ferrari Rot. Dann sage ich jetzt einfach mal auf, an die Reifen. Fertig. Los. Gentlemen, start your engine. Nicht so aussieht, wie der Reifen sein sollte, gibt es natürlich Zeit. Einfach dranstellen. Aha. So, wie sieht es hier drüben aus? Also die eine Seite sieht schon ziemlich gut aus. Hey, hier aber auch. Super. Ja. Schön festdrücken, genau. Rad runter und den dranstellen. Nee, du musst den Rad, du musst das alte Rad erst wegmachen. Margret, halt, halt. Du musst das Rad wegmachen. Hallo. Können Sie mir zu? Das Rad muss erst runter, weil sonst hat er ja 2. Stopp! Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Räder überhaupt richtig sind, oder? So. Sieht aus wie das Vorbild, gell? Ja. Also haben wir einen Gewinner. Die Familie Wilhelm, der Joshua und der Helmut. Herzlichen Glückwunsch. Welche Zeit haben wir? 1:15. Schreibst du das irgendwo auf? 1:15. So, jetzt gibt es natürlich auch für jedes Kind was. Erstmal für, die Handschuhe und die Mütze bleiben hier, weil die brauchen wir fürs nächste Mal wieder. Ja, die Mütze auch. Oh, oh, oh. Vorne im Shop gibt's, hoppla, vorne im Shop gibt es die Mützen auch, heute extra in Ferrari Rot. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Helmut. Du hast schon mal 1 davon gewonnen, gell? Und vielleicht gewinnst du ja heute Abend mit der super Zeit 1:15 auch den großen. Auch euch, du kriegst natürlich auch was, den. Herzlichen Glückwunsch, hat Spaß gemacht? War mal auch Spaß gemacht? War super, gell? So, Siegerfoto, genau. Wir müssten das eigentlich noch erweitern, das Spiel, indem wir nachher noch die Dinger wieder abbauen müssen. So, wir kommen dann schon fast wieder zu der nächsten Paarung. Vorsichtig, hier vorne ist ein bisschen glatt, nicht, dass ihr ausrutscht. So, während meine Mechaniker die Räder wieder abbauen und Türmchen rausbauen, suchen wir schon mal die nächste Familie. Wo hast du den Korb hingestellt? In der Ecke.
in der Ecke, gib mir einfach, die stellen wir jetzt einfach mal hier oben auf unseren kleinen hier oben drauf und ich ziehe mal so, da kann ich eh niemanden sehen. Da hätten wir einmal die Familie Rainer Kaufmann. Familie Rainer Kaufmann, bist du Sohnemann? Wunderbar, kommt schon mal hier hoch, stellt euch mal ein bisschen an die Seite, damit ihr schön nass werdet. Erstmal herzlich willkommen, du bist der? Max. Der Max und du? Der Rainer, habe ich mir fast gedacht. Also ihr seid die erste Mannschaft. Jetzt suchen wir gleich die nächste Mannschaft. Das ist die Familie Christian und Andreas Traulsen. Traulsen, seid ihr da? Ah, auch Papa und so, natürlich sehr fair. Vorsicht hier bei der Stange, nicht anstoßen. Die Türme stehen schon wieder, oder?